Ja, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's euer Daudinator und ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Origins. Ich hoffe, das heißt noch Origins. Ich hab's schon ewig nicht mehr gespielt. Ach, was erschreckt ihr euch denn, ihr Kinderlein kommt. Wir sind im Fayum. Stehen geblieben. Gucken wir uns... Neue Quest verfügbar, ein Geschenk der Götter, ein großer Stein vom Himmel gefallen, von dem Maidum-Pyramide auf der Erde gestürzt. Bayek ist daran interessiert, ihn zu finden. Was ist das? Ein Bild von einem... Ja, die neue Quest ist verfügbar, aber das gibt mir jetzt so ziemlich... peripher dran vorbei. Sie haben dicke Updates gefahren, Ubisoft. Und ja, wir schauen Quest. Prüfung der Sachmet, Prüfung des Sobek, Prüfung des Anubis, alle ab Stufe 40. Das sind im Prinzip die Götter, die wir dann irgendwann mal platt machen können. Wir haben noch die Hauptquest. Die Rache des Krokodils. Bike bleibt beim Okay. Das wäre jetzt noch was für uns. Was haben wir denn jetzt gerade im Moment wie eine Stufe 27? Am liebsten wäre ich dann... Alter, jedes Mal, wenn ich in die Ding gehe, da muss... Naja, da hat einer ein Foto gemacht, direkt hier. Das interessiert mich aber jetzt ziemlich peripher. Kann man das irgendwie verbergen? Perfekt. Ja, bitte. Geht mir nämlich auf den Sack. Viele Quests. Ausrüstung? Was ist das? Mein schöner Rucksack? Hilfsmitteltasche? Ich nutze die Hilfsmittel eh so gut wie gar nicht. Bringt mir das also nicht viel. Ausrüstung. Scheint, dass wir da auch noch ziemlich was am Städtchen haben. Fähigkeitspunkte haben wir im Moment keine. Quatsch, Quests wollte ich jetzt gerade gucken. Wir sind Stufe 27, wir können die Rache des Krokodils machen. Dämonen in der Wüste, Feuer von Dionysias. Hinterhalt auf See. Der Geschmack. Ja, das ist diese eine Quest da mit dem Mörder finden. Die wir jetzt eigentlich gar nicht mehr brauchen. Ein Haufen 28er Quests haben wir. Wir könnten mal die Hinterhalt auf See machen. Gucken. Und ich glaube, die machen wir jetzt in dieser Folge. Die pennen bei offenem Himmel. Das finde ich verdammt interessant. Oh, falsche Taste wieder mal gedrückt. Wo ist der Gaul? Da ist er. Yes. Platz. Simpel. Ja, ich bin etwas im Prinzip bei dem Spiel etwas verwirrt. Ich weiß nicht genau, was wir jetzt noch machen könnten. Wir haben da. Ich gucke jetzt gerade mal, wir haben Ziele noch auf der Liste. Ja, das. Ja klar, das Krokodil fehlt noch. Genau. Da möchte ich aber wirklich. Stufe 28 werden, bevor ich das mache. Da unten wartet ein Bötchen auf mich. Das holen wir uns dann natürlich gerade. Dann fahren wir mal dorthin, ne? Mordtierangriff. Okay, was für ein Arsch. Ja, man soll auch nicht mit vielen Baden gehen. Da sind sogar noch Schätze hier in der Nähe. Da unten ist einer. Aber das ist mir gerade ein bisschen Krokodil verseucht. Brauchen wir jetzt aber im Moment nicht. Ich möchte jetzt die Quest machen, ne? Zumindest mal in dieser Folge. Weil ich glaube, ich habe sowieso das Gefühl, das Spiel ist enorm, also lang.
lang. Also das heißt, wir werden sehr viel Zeit verbringen. Ich habe jetzt schon gesehen, die Folgen gehen bis Januar hinaus. Wahrscheinlich bis in Februar rein. Und wenn es so weitergeht, sogar bis in den März hinein. Also stabil. Krokodilopolis. Kreativer Name. Wo sind wir denn hier? Ja, hier haben Leute wieder Fotos gemacht, jede Menge. Da ist sogar noch ein von diesem Kopfgeldjäger, ist auch noch da. Kennt ihr die Geschichte des mutigen Kapitän? Blabla. Du sagtest Göttin von Siva. Wie war ihr Name? Von welcher Schlacht redest du? Du kennst das noch nicht? Oh, mein Freund, dich erwartet ein Genuss. Ich erzähl dir, was passiert ist. Dann erzähl mal. Na, ich hoffe, da rührt sich noch was. Meine Frau Gemahlin. Der Legende nach segelten der edle griechische Kapitän und die ägyptische Göttin von der Küste Alexandrias los, um die gefürchtete Gabinianerflotte zu finden. Sie hatten nur ihre robuste Triere und ihre treue Besatzung gegen die berühmten Kriegsschiffe der Gabinianer. Schwimmende Berge mit mehr als 10.000 Männern, gerüstet mit Rudern und Feuer. Interessant. Wo sind diese Gabinianer-Schurken? Mein Informant meinte, sie kämen hier vorbei. Ich erwürge den Mistkerl, falls das eine Lüge war. Wer sind die Gabinianer? Und woher kommen sie? Römische Verbannte in ägyptischen Exil. Verräterische Ratten allesamt. Mit Roms Disziplin und der Ruchlosigkeit des Ptolemaios. Würdige Gegner für tapfere Krieger wie uns. Dann müssen wir sie aufhalten, bevor sie zu Ptolemäus Flotte stoßen. Wir werden sie finden, Aja, und vernichten. Keine dieser Schiffsratten kommt lebend an uns vorbei. Was meinst du, Schildjunge? An deiner Seite, Kapitän! Alala! Da! Ist das ihre ganze Flotte? Bei Poseidons Biss hineinweihen. Das ist nur ein Teil ihrer gesamten Streitmacht. Und wohl der kleinere. Nur kreieren. Keine Spur von ihrer verdammten Oktere. Das ist gut, lustig. Für uns. Können wir sie dezimieren? Schiff um Schiff! An die Ruder und Bögen bereit! Wir greifen an! Zeigt keine Gnade! Diese Teufel schenkt uns auch keine! Sie haben eine Oktere? Was machen Sie gegen die? Sei tapfer, Damaskes! Gegner wie uns kennen Sie nicht! Ihr fetter Kahn wird Sie nicht retten! Los jetzt! Deckung! Im Rhythmus bleiben! Feuer! Auflegen, los! Feuer! Wir werden angegriffen! Deckung! Normale Fahrt! Achtung! Sachte! Normale Fahrt! Sachte! Feuer! Achtung! Erhöht das Tempo! Bereit zu feuern! Feuer! Wir werden die angegriffen! Deckung! Schneller! Oh, ich verfall diese Mann. Normale Fahrt! Auf geht's! Achtung! Achtung! Deckung!
zu feuern! Deckung! Welche? Schneller! Wir rammen sie! Und noch eine mehr für Poseidons Sammlung! Feuer! Deckung! Normale Fahrt! Oh Mann! Bereit zu feuern! Spannend, ne? Achtung! Gavinianer wurden besiegt. Jawohl. Alle 20 gigantischen Kriegsschiffe lagen in Poseidons schleimiger Umarmung. 20? Und wieder der Wildheit von Wind und Meer, die sich gegen sie verschworen, behielten sie die Oberhand. 20? Das würde selbst Pompeius überfordern. Zweifel nicht an mir! Das hat mir jemand erzählt, der dabei war. Kapitän, wir haben gewonnen! Die Gavinianer sind besiegt! Nicht so voreilig, Junge. Meine Spione berichten von Meerschiffen. Sie haben sich wohl aufgeteilt. Auf gen Osten! Direkt ins Maul des Krokodils, falls deine Spione richtig liegen. Na und? Ich hab schon schlimmere Bestien bezwungen. Und keine hatte auch nur eine Chance! Deine Tollkühnheit bringt dich noch um, Kapitän. Und uns mit dir. Ist schon interessant, da wird eine Geschichte erzählt, die Arya im Prinzip erlebt hat, beziehungsweise durchgemacht hat. Also in dem Fall hat sie ziemlich große Erfolge erreicht, ne? Also, Respekt. Aber natürlich wird auch bei jeder Geschichte damals wurde ja immer übertrieben. Bin mal gespannt, hier zieht jetzt gerade Nebel auf. Okay, und jetzt? Oh Mann. Als würde sie aus den allertiefsten Tiefen der Unterwelt aufsteigen. Aua. Erschien eine zweite, unerbittliche Wand aus Schiffen. Dieses Mal standen unglaubliche 40 Todesschiffe der Gavinianer gegen unsere Helden. Dann tauchte ein weiteres Schiff hinter der Flotte auf. Größer als alles, was man bis dahin oder seitdem sah. 10.000 blutrünstige Krieger mit Schwert und Schild drängten sich auf dem gewaltigen Deck und warteten auf die Helden. Das war dann ja vielleicht die größte Mittelmeerflotte aller Zeiten. Stille! Legte sich wie Nebel. Plötzlich flogen 100 Feuerbälle von den Decks der Gavinianer direkt auf den tapferen Bock. Wie sie aus dem Nebel kommen, wie in einem Albtraum. Lass dich von ihren Tricks nicht beeindrucken, Damastes! Das soll uns nur einschüchtern! Das bringt ihnen nichts! Und die Flammen! Ihr Feuer ist so heiß! Ah, nice! Diese Waffe könnte uns wirklich helfen! Ich kenne da vielleicht jemanden, der jemanden kennt! Könnte klappen! Das tut weh! Achtung! Geht nicht daran, dass ihre Katapulte schießen können! Dann gewinnen wir! Beenden wir das! Schneller! Erhöht das Tempo! Mehr Tempo! Bereit zu feuern! Feuer! Wir werden angegriffen! Deckung! Bereit zu feuern! Feuer! Mehr Geschwindigkeit! Oh, mehr Geschwindigkeit, ja. Oh. Normale Fahrt! Auf geht's! Feuer! Ja. Nicht gut! Was, wir haben die Alten. Achtung! Schneller!
Richtung! Im Rhythmus bleiben! Es war so heroisch. Sie kämpften wie Götter. Aber alles vergebens. Es tauchten noch mehr Schiffe auf. Eine gewaltige, brennende Kriegsflotte fiel über sie herein, als käme sie von Mars selbst. Die Besatzung verließ die Kraft, aber die wilden, alles durchdringenden Schreie ihres furchtlosen Kapitäns und der Göttin spornten sie an. Noch mehr Schiffe! Von Osten! Bei Hades Eiern! Das muss die gesamte Flotte dieser Mistkerle sein! Da! Götter und Pisse! Jetzt gilt es, ihr Faulpelze! Sieg oder Tod! Halala! Halala! Ausweichmanöver! Ah ja! Damastes! All ihr Faulpelze, hört her! Es gibt nicht genug Federn, um von diesem Tag zu berichten! Hier, in diesen von Scheiße triefenden Gewässern, schicken wir die Gabinianer in die Unterwelt! Soll das einer erzählen, ohne dass Tränen in sein Gesicht hinunterfließen? Die Götter selbst werden ihre Gläser auf uns erheben! Ruhig, alter Mann! Sieg! Feier Moon, wir sind Helden! Oh yeah. Alala! Und genau darum geht es! Alala! Alala! Wo sind die anderen Schiffe? Okay. Das war aber noch knapp, Mann. Das war jetzt richtig knapp, wir hätten auch voll auf den Sack kriegen können. Die Galeere war schon richtig heftig, also die hätte man auch gut brauchen können, sag ich jetzt mal. Statt so eine gammelige kleine Triere, so eine Galeere, boah! Das fetzt dann halt schon eher. Waffenparameter? Die Dynastie, das Ptolemäer war von 332 bis 30 vor und VUZ bedeutet nichts anderes als Anno Domini oder vor Christus. Ja, läuft. Nette kleine Quest. So wurden Foxy das und die Göttin zur Legende nach ihrem Sieg über 10 mal 10.000 Gabinianer. Ich sage euch, mir kommen die Tränen, wenn ich nur davon erzähle. Und man sagt, wenn man einer Welle ein Gebet zuflüstert oder in die Tiefe des Meeres, kann man als Antwort ihren Kriegsschrei hören. Alala! Alala! Und so hat es sich zugetragen. Jedes Wort ist wahr. Bloß ein bisschen. Was für eine Geschichte. Die Göttin hieß Aya. Und sie ist wirklich eine Göttin. Das war dann wohl auch der einzige wahre Teil. Was ist schon wahr? Im Reich wahrer Größe ist alles erlaubt. Man muss an den Akt der Schöpfung glauben, sonst erleidet man das Schicksal der Gabinianer. Ich mag deine Geschichte, Seni. Obwohl ich nicht weiß, ob du nicht doch vielleicht nur ein Spiel spielst. Geschichte, Spiel, alles dasselbe. Sie gehören zusammen wie die Meere und der Regen. Alala! Jetzt verstehst du! Lustig. 3000 EP. Und Stufe 28 erreicht. Perfekt. Wie ein Saiyajin bin ich gerade ein Level aufgestiegen. Habe ich meine Kraft fokussiert. So. Wie sieht's jetzt aus? Ausrüstung haben wir immer noch einiges am Start. Wir können sogar was upgraden. Fähigkeit haben wir jetzt auch einen Punkt. Den können wir, also wenn wir einen Punkt haben, können wir den eigentlich immer hier oben draufsetzen auf Krieger. Dann, erhöht den Schaden all deiner Nahkampfangriffe zusätzlich um 1%. Will ich aber nicht unbedingt machen. Ich möchte hier noch ein bisschen. Hier gibt es noch andere Fähigkeiten. Eben Entführen. Was ist das? Adrenalin 1. Hier gibt es auch noch was. Giftpfeile. Giftpfeile sind verdammt interessant. Die will ich haben. Was brauchen wir? 2 Stück. Das ist einfach. Also die Fähigkeiten sind verdammt interessant. Also lasst uns lieber noch ein paar Level steigen und dann.
Und dann... Da kratzt sich einer gerade mit seiner Keule auf dem Rücken, ne? Wer schießt hier? Was? Da bist du ja! Hey, ich hab gar nichts gemacht, Mann! Oh, komm mit mir, Bro! Oh, der brennt ein bisschen. Dieser Ort wird schwer bewacht. Eindeutig schwer bewacht, ja. Ein einfaches Schwert. Oh. Was ist jetzt eigentlich meine zweite? Oh, da vorne gibt es noch ein bisschen was. So, Hammers. Ah, ich habe meinen legendären Kriegshammer. Okay. Nächste Quest. Da wackeln wir dann gerade mal hin. Die Rache des Krokodils. Dann wackeln wir mal dorthin. Das sieht aus wie eine Arena. Ich glaube, da kriegen wir ordentlich aufs Fressbrett. Ach, dieses herrliche alte Ägypten. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich kämpfen kann, ganz ehrlich. Ah. Die Arena der Gladiatoren. Von hier rekrutiert das Krokodil also seine Privatarmee. Okay. Ich muss mehr darüber herausfinden. Vielleicht können wir uns da einschleichen. Fragen wir mal die Leute hier. Entschuldigung. Was kannst du mir über diesen Ort sagen? Siehst du das nicht? Das ist eine Arena für römischen Blutsport. Barbarisch, wenn du mich fragst. Aber es hilft den Verzweifelten, ihre Sorgen vergessen zu machen. Früher war es ein Tempel. Man hätte es dabei belassen sollen. Okay. Also im Prinzip ein... Beridovix. Der treue Diener des Todes. Seine Sense wird die Unwürdigen ernten. Ein Gallier. Was haben wir da? Diovicus. Die lebende Verkörperung des Krieges. Seine Fäuste sind tödlicher als alle Waffen. Okay, ein paar schöne Gestalten. Mal, was sagt denn der Hannes hier? Hey, Nepp! Was kannst du mir über die Männer sagen, die hier kämpfen? Männer? Das sind keine Männer, das sind Götter! Du hast noch nie so wilde Krieger gesehen. Die könnten dich mit einem Hieb in zwei Teile spalten. Ah, hat einer davon rotes Haar? Sie sind Götter unter den Göttern. Hast du nie von den Brüdern aus Gallien gehört? Spürst du ihre Blicke denn nicht? Ihre Statuen stehen neben mir. Ihr kennt ja auch alle Spartacus, oder? Ah, das ist übrigens auch so eine Serie, die könnte ich mir mal wieder reinballern. Eben, Gladiatorensport. Dort konnten sie ihre Ehre und ihre Freiheit sogar noch wieder erlangen, die Sklaven sozusagen. Oder halt sterben in der Arena. Ist natürlich, ja, es ist blöd für die gewesen, aber so hätten sie Geld, Reichtum und ihre Freiheit erkaufen können. War halt absoluter Volkssport unter den Großen oder unter den Herren in alten Rom, ne? Herr, wir brauchen... Bist du der Besitzer? Ja, das bin ich. Felix Martialus. Und wer bist du? Noch so ein namenloser Möchtegern, der nach Ruhm sucht? Ich möchte nur in die Arena. Es heißt, du hättest einen sehenswerten Kämpfer. Mit rotem Haar? Ah, du meinst die gallischen Brüder. Ja, das stimmt. Aber ich kürze das gleich ab, Kameltreiber. Du kannst es dir nicht leisten. Jetzt hau ab, bevor du die zahlende Kundschaft verscheuchst. Herr, der Mann trägt ein Medjay-Abzeichen. Ein Med was? Ha, ist mir scheißegal. Kannst du kämpfen? Du siehst aus wie ein boshafter, räudiger Hund. Nein, nein. Ich habe schon eine Ägypterin. Eine Jägerin aus Siva, die dreimal mehr wert ist als du. Sie ist oft am Obelisken im Osten, wenn du dir eine Tracht Prügel abholen möchtest. Interessant. Das ist der einzige Weg in diese Arena. Kämpfe auf der Straße, dann kann ich einen Gladiator reinbringen. Also...
Die gallischen Brüder hatten mit dem Mord an Shadia zu tun. Aber warum tun sie, was das Krokodil sagt? Ich muss da rein, um mehr zu erfahren. Vielleicht sind sie ja sogar der Besitzer erwähnte eine Gladiatorin aus Siva bei einem Obelisken im Osten. Vielleicht kenne ich sie ja. Siva ist ein kleines Nest. Ich sehe sie mir mal an. Könnte aber auch Aya sein eigentlich. Ja, meine lieben Freunde, wir haben 25 Minuten erreicht. Ich würde mal sagen, wir machen an der nächsten Stelle direkt da weiter. Unter dem Titel, wir jagen das Krokodil. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, Leute. Haut rein, ciao.